Ich bin in Celle beim Hauptbahnhof und das hier, das ist halt Schnuckenweg. Den versuche ich in 48 Stunden durchzukriegen. Von hier bis hier. Und der ist so weit mit diesem alten, klapprigen Damenrad. Und das ist immer noch ein 40-Euro-Schrottfahrrad, der 20 Jahre alt ist. Den habe ich bei Kleinanzeigen gekauft, genau. Ganz gebraucht, also mit ganz viel Gebrauchsspuren und so. Alles andere ist seit der letzten Fahrradtour nicht gemacht. Das Ding klappert immer noch. Dieser Katzenauge ist immer noch dreckig und zerrissen. Dieser hier auch, der sieht noch gut aus. Der sieht auch noch gut aus. Meine Kette ist natürlich nicht geölt und da ist immer noch Rost dran. Und die Gangschaltung funktioniert immer noch nicht so richtig. Aber ich habe den irgendwie hinbekommen, dass der auf 2 runtergeht, anstatt die ganze, dass der auf 3 bleibt. Hier vorne ist ein bisschen Rost dran. Der Lenkrad ist immer noch hier beschädigt. Die Lampe ist immer noch ab. Der wird heute so richtig benutzt. Und ich bin sehr gespannt drauf, ob der das durchhält. Und mein Bruder ist auch dabei. Er kommt wieder mit. Und er hat immer noch seinen schiefen Gepäckträger, wo die ganzen Sachen hier ständig runterfallen. Das wird auf jeden Fall schon wieder schief gehen. So, wir haben Freitag, 23. August, 19.53 Uhr. Das heißt, wenn wir Sonntag, 25. August, vor 19.53 Uhr ankommen, dann haben wir die 48 Stunden geschafft. So, jetzt Herausforderung Start kommt. Ich habe euch vor ein paar Wochen diese kleine Massagepistole vorgestellt, womit man Muskelkater, Muskelverspannungen und andere Arten von Muskelschmerzen selbst behandeln kann. Das ist ein richtig gutes Teil, ist aber eher für unterwegs gedacht. Wenn ihr nach etwas Größerem und Stärkerem für daheim sucht, dafür gibt es dieses Modell. Der hat mehr Power und mehr Akkuleistung. Es wird in einem hochwertigen Hardcase geliefert. Der Inhalt besteht aus der Pistole und 6 verschiedenen Aufsätzen. Ich nehme mal diesen Aufsatz. Wie bei der kleinen gibt es ebenfalls 5 verschiedene Geschwindigkeitsstufen, die etwas stärker ausfallen. Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, Stufe 4, Stufe 5 und beim nächsten Drücken geht's aus. Dieser Aufsatz ist speziell geeignet für die Schulter, für den Nacken oder der Wirbelsäule. Die anderen Aufsätze wurden entsprechend für andere Bereiche entwickelt, wobei dieser Aufsatz sogar eine Wärme-Kälte-Funktion enthält zur Förderung der Blutzirkulation bzw. zur Verringerung von Schwellungen. Beide Massagepistolen machen mir einen so hochwertigen Eindruck, als ob die direkt aus einer Physiotherapiepraxis stammen. Was auch der Fall ist, da diese von den bekanntesten Physiotherapeuten selbst entwickelt wurden. Ich habe euch beide Pistolen in der Beschreibung verlinkt. Mit diesem Rabattcode, der gilt für beide Pistolen, könnt ihr 10% sparen. Schaut auf jeden Fall vorbei, falls ihr so ein Gerät braucht. Und viel Spaß mit dem Video! Wird auf jeden Fall schief gehen. Ich sehe es auf jeden Fall jetzt schon kommen. Ich bin ja diesen Weg schon 2-mal durchgelaufen. Jetzt wird das mit dem Fahrrad durchgefahren. Und ich bin ganz gespannt drauf, wo heute unsere Nacht hinführt. Wo wir heute pennen. Oh Scheiße, wir haben uns direkt verfahren. Wir sind genau da rausgekommen, wo wir hergekommen sind. Das fängt schon gut an. Wir haben gerade erst den ersten Kilometer gemacht. Der hat uns im Kreis gebracht, dieser Heizstucken-Wegweiser. Ja, genau. Müssen wir hier wieder zurückfahren? Genau. Von hier sind wir gekommen. Voll die Scheiße. Hier sieht man das an der Aufzeichnung auch, dass wir hier einmal im Kreis gefahren sind. Direkt beim ersten Kilometer. Voll die heranwachsende Scheiße. Ist voll scheiße, hier die ganze Zeit nach dem Haar zu suchen. Wo ist denn das Haar? Der Heizstucken-Wegweiser. Den haben wir schon wieder verloren. Was ich meine mich zu erinnern, dass es das hier sein könnte. Also dieser Randweg meine ich jetzt. So, weil wir uns schon 2-mal beim Start verfahren haben und die ganzen Wegweiser übersehen haben, habe ich hier diese App hier heruntergeladen. Und dieses Rote, das ist der Heidschnuckenweg. Ja, genau, dem folgen wir jetzt. Jawohl, das klappt mit dieser Navigation. Ich glaube, hier vorne sind wir wieder beim Heidschnuckenweg drin. Ja, genau, da vorne sehe ich das Haar. Das ist gut. Wir sind wieder beim Heidschnuckenweg. So soll das sein. Das ist auf jeden Fall ein richtig beschissener Weg für die Fahrradtaschen. Es ist voll scheiße, dass es heute so windig ist und es immer wieder so ein bisschen nieselt die ganze Zeit. Der Nieselregen muss weg. Und natürlich muss man den Fahrrad schieben, wenn es wieder Hügel hoch geht. Das ist voll scheiße. Oh scheiße, der Regen wird immer stärker. Es nieselt immer stärker und stärker. Das ist voll scheiße. Mein Kopf wird die ganze Zeit nass damit. Richtig beschissenes Scheißwetter. Das Wetter muss weg. Es werden die ganzen Sachen feucht. Mein Gott, dieser Scheißwetter. Warum regnet das jetzt? Gerade beim Start. Wir haben gerade mal, keine Ahnung, 2 Kilometer gemacht. Und schon fängt es an, die ganze Zeit so zu regnen. Das ist voll scheiße. Aber dieses Mal habe ich meinen Billigregenponcho dabei. Den werde ich jetzt anziehen. Oder obwohl, ich glaube, ich ziehe den doch nicht an. Ich habe keine Lust zu graben, der ist ganz tief unten. Und ich glaube, der Nieselregen, der geht gleich weg, hoffentlich. Also diese App, die das gerade gesteuert hat, die hat nur ein paar Minuten funktioniert und die fordert ein kostenpflichtiger Abo.
damit das weitergeht. Das ist voll scheiße, ich kann die nicht mehr nutzen. Und ich sehe es nicht ein, jetzt dafür Geld auszugeben. Und ich versuche die ganze Zeit eine App zu finden, die GPX-Datei, also diese Kartendatei von dem Halsschnuckenweg, die habe ich runtergeladen über Google, dass ich damit navigieren kann, beziehungsweise dass wir dies navigieren können. Und ich versuche schon, die siebte App irgendwie herunterzuladen und das funktioniert einfach nicht. Das ist voll scheiße. Ich finde keine richtige App. So, nachdem ich nach der siebten App aufgegeben habe, weil die alle irgendwie so ein kostenpflichtiger Abo erzwingen wollten, um das nutzen zu können, haben wir das so gemacht, dass mein Bruder meine alte Karte heruntergeladen hat. Ich bin ja den Halsschnuckenweg ja zweimal zu Fuß gelaufen und genau davon hat er die Karte runtergeladen und auf Komoot importiert. Bei mir, ich konnte das nicht importieren, weil ich schon Komoot gestartet habe. Genau, der läuft schon die ganze Zeit, damit ich die Kilometeranzahl hier tracken kann. Genau, deswegen habe ich die ganze Zeit nach irgendeiner App gesucht, die genau dasselbe kann. Aber irgendwie wurde ich gar nicht fündig. Das ist voll scheiße. Und diese App-Sucherei hat so viel Handy-Akku gefressen, dass die Hälfte meines Akkus schon komplett leer ist. Wir müssen zwangsweise bald wahrscheinlich irgendwann Pause machen, um nur das Akku aufzuladen. Das ist voll scheiße. Und meine Taschen sind mehrfach in die Speichen reingefallen, weil dieser Weg voll hügelig ist und der meiste Weg ist total hügelig. Das wird richtig scheiße sein. Deine Speichen werden noch zerbrechen auf dieser Tour. Wir haben jetzt zwar eine Route, aber ich glaube, guck mal hier, wenn ich auf Navigieren drücke, ich drücke auf alles klar, muss ich bezahlen. Also das heißt, ich kann nicht navigieren, weil es ja nicht meine Route ist. Ich kann immer nur gucken, wo er langgegangen ist und wo wir gerade sind. Aber ich kann nicht navigieren, aber besser als nichts. Diese beschissenen Fahrradtaschen, die schleifen die ganze Zeit am Reifen. Das ist voll scheiße. Und mein Sattel, der wackelt die ganze Zeit. Das ist auch voll scheiße. Ich muss ständig vom Fahrrad absteigen, nur um diese beschissenen Gepäck hier zu richten. Weil er immer wieder nach hinten fällt. Das ist voll scheiße. Oh, scheiße. Den ganzen beschissenen Schotterweg geht diese Tasche immer wieder runter. Das ist voll scheiße. Die knallen die ganze Zeit hier in die Speichen rein. Das ist voll die Scheiße. Das ist richtig beschissen. Die meiste Zeit des Weges ist die ganze Zeit Schotter und Sand und hügelig. Oder naja, hügelig nur ein paar Stellen, aber das meiste ist wirklich die ganze Zeit scheiß Schotter, wo das hier die ganze Zeit runterfällt. Ich habe gerade die Taschen ganz mühselig gerichtet und die werden gleich bestimmt wieder runterfallen. Mit ganz großer Sicherheit. Das ruckelt die ganze Zeit und das bringt dann die Taschen zum Runterfallen. Das sind voll die scheiß Billigfahrertaschen. Also nur, weil das Billigfahrertaschen sind. Genau, nur aus diesem Grund fallen die runter. Wir sind, glaube ich, an so einem Schwimmbad oder Hotel oder sowas dran vorbeigefahren und eben gerade kam so ein richtiger Chlorwolke. Genau, so ein Chlorgeruch. Das kam so richtig gegen unser Gesicht. Das hat richtig extrem nach Chlor gestunken. Ich wäre ein richtiger Kartoffelkopf, weil ich habe keine Mütze an. Und unten wachsen schon Wurzeln. Seht ihr das? Guck mal, da hinten, wo es leuchtet, da drüben ist mein Bruder. Und der hat, glaube ich, sein Gepäck oder sowas verloren. Jetzt sammelt er das wieder auf. Wir haben Scheuen erreicht. Also genau da, wo hoffentlich nicht alle Leute scheu sind. Scheuen ist ein kleiner Kuhkaff. Und hier vorne sind Gleise und sowas. Hier fahren Züge und sowas. Also Dampf... Hier... Nee, nicht Dampflokomotive. Aber hier ganz normale Lokomotive, die keinen Dampf verursachten und so. Ja, schon wieder überall dieser ganze sandige Weg. Dieser unebene, wo die ganzen Taschen am Ruckwackeln sind. Und wegen diesen Ruckeln fällt meine Kamera vom Selfie-Stick ständig raus. Das ist voll scheiße. Ich musste immer wieder extra festhalten. Ich bin von dieser magnetischen Kamerahalterung auf jeden Fall nicht überzeugt. Weil bei so einem verruckelten Wege, da kann das ganz schnell rausfallen. Das ist voll scheiße. Meine Kamera ist mir vom Selfie-Stick schon mehrmals fast rausgefallen. Verruckelten Weg hier. Das ist voll scheiße. Das ist eine richtige Katastrophe. Das ist die ganze Zeit hier so ein ruckliger Waldweg. Der ist voll hügelig. Da ruckelt die ganzen Fahrräder, die ruckeln hier rum. Das ist voll versifft. Oh, hier, ich habe mich fast hingepackt, weil das hier so sandig ist. Ja, meine Kette ist natürlich auf gar keinen Fall gemacht. So soll das auch sein. So nicht anders. Ich bin gespannt drauf, wann wir auf Wildschweine treffen. Dieser Weg geht gar nicht klar. Auf gar keinen Fall. Ich blende euch, tut mir leid.
Dieser Weg geht überhaupt gar nicht klar, man muss ja schieben. Hier sind überall Dreckflecken und sowas. Das ist voll sandig und Matsch und so. Genau, hier ist überall Matsch. Wir kommen aber mit den Billigfahrrädern nicht durch, ohne dass der Gepäck runterfällt. Das ist voll schwachsinnig. Der ist was ausgelaufen. Ja, die Sonnenmilch, die habe ich doch von der Tschechien-Radtour wieder mitgenommen. Und da war so ein Loch drin. Und jetzt riecht sie überall nach Orange und ich hatte Schmiere schon abgemacht. Da war gerade alles so richtig verschmiert von dieser Sonnenmilch. Aber morgen werden es 34 Grad, glaube ich. Und warte mal, ich mache mal diese Brille aus. Da freue ich mich drauf. Und da brauchst du dann Sonnenmilch auf jeden Fall, sonst kriegst du wieder Sonnenbrand. Ja. Erstmal Kamera laden, das ist wichtig. Aufladungspause. Oh, scheiße. Was denn? Ich habe einen Platten. Nein. Wo? Das weiß ich auch nicht. Was, verarsche? Ja? Der ist fest. Okay. Genau, der ist so platt, dass der fest ist. Dreckige Hände. Ja, genau. Für nichts. Die Mücken zerstechen mich. Guck so die soll Wahrheit das auch raus. Sein. Du hast keinen Platten. Ich glaube auch nicht. Nee, das sieht heile aus. Jetzt schon Halluzinationen. Boah, diese Mücken. Boah, ist dieser Weg hässlich. Boah. Hier rutscht man die ganze Zeit weg durch diesen ganzen Dreck hier vorne. Das ist voll der Drecksweg. Oh. Junge, Junge, Junge. So, wir haben eine Schutzhütte gefunden und zwar diese hier vorne. Genau hier. Das wird unser Schlafplatz sein. Das ist übrigens dieselbe Schutzhütte, wo ich mit Bianca die zweite Nacht gepennt habe. Genau hier auf dem Boden. Da werden wir heute auch pennen. Auf jeden Fall. Und hier, guckt euch mal diese ganzen Löcher hier vorne an. Ich weiß mittlerweile, was das ist. Und zwar, wenn man hier diesen Stock hier so macht, dann bewegt sich das. Seht ihr? Das sind diese Ameisenteile. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Aber auf jeden Fall, die essen Ameisen und andere Insekten, wenn die da in diese Löcher reinfallen. Genau, dafür sind die da. Deswegen bewegt sich das da so. Also das sind keine Wespenlöcher oder so, wie wir letztes Jahr gedacht haben. Guck mal hier. Mhm. Hier vorne sind ganz viele Löcher. Aber guck mal, das sind keine Löcher. Das alles ist voll mit Löchern. Okay. Genau, das sind diese Erdwespen. Die werden uns heute aufessen. Die dürfen nicht rauskrabbeln aus ihren Löchern. Die werden rauskrabbeln und uns in unseren Mund reinkrabbeln. Nein! Doch, das werden die auf jeden Fall machen. Nein! Das muss passieren. Also das Nein. wird passieren. Genau, damit ich besseren Content habe. Wenn die dann reinkrabbeln und ich filme das dann heute Nacht, wenn sie bei dir reinkrabbeln, ne? So, der Schlafplatz ist aufgebaut. Meiner ist noch nicht komplett aufgebaut. Aber bevor wir gleich schlafen legen, werde ich erstmal Abendbrot machen. Dieses Mal mit einem neuen Kocher. Und zwar, ich habe hier diesen X-Boil in der Standardgröße. Der besteht aus durchdachtem Blech. Und der lässt sich hier ganz einfach zusammen machen. Dann hat man hier so eine Rundung. Und hier kommt dann Spiritus rein. Hier ist auch noch ein Filz und diese drei Teile hier. Dieser Filz ist dazu da, damit dieser Spiritus eingesogen bleibt, wenn man das danach nochmal verwenden möchte. Ohne Filz kann man das wieder zurückkippen in die Flasche. Genau, ich habe hier in dieser X-Boy-Flasche Spiritus drin. Es gibt diese Flasche in mehrere Größen. Und genau, ich werde darauf Essen machen. Ich habe hier einen Topf, der ist von der Größe her nicht optimal. Optimal wäre die Größe 90 bis 100 mm Durchmesser. Und wenn man einen Topf in der optimalen Größe hat, dann braucht man diese Topfhalterung. Genau, und dann stellt man hier diesen Topf drauf. Aber weil dieser Topf zu groß ist, da brauche ich diese Topfhalterung nicht. Und genau, ich mache da Spiritus rein. Mal Schnudelwasser rein. Was ich richtig gut finde, ist nicht nur dieses leichte Gewicht, sondern auch, weil dieser Behälter, wo dieser Spiritus da die ganze Zeit brennt, dass dieser Behälter so eine große Fläche hat, im Gegensatz zu einem Esbit-Kocher oder so. Genau, da ist die Fläche viel, viel kleiner. Und das hat auf jeden Fall mehr Dampf drauf. Jo,
Das Nudelwasser beginnt zu kochen. Das ist richtig gut. Jetzt mache ich da hier ein bisschen Bolognese-Soße rauf. Genau. Und wenn das gleich erwärmt ist, dann ist das Essen gleich fertig, unser Abendbrot. Das wird gleich so richtig geil sein. Und um den Kocher auszumachen, braucht man einfach nur den Topf ganz kurz draufstellen. Und dann ist es aus. Und dann kann man das einfach zumachen. Und da läuft auch gar nichts aus, weil dieser Filz diesen Restspiritus auffällt. Genau, das ist eingesogen. Ich habe euch den Kocher in die Beschreibung verlinkt. Schaut auf jeden Fall vorbei. Da gibt es auch noch mehr Produkte. So, Essen ist fertig. Das schmeckt hervorragend. Aber man schmeckt dieses Fertiggericht raus. Also diese Bolognese-Soße, diese fertige. Das ist voll das Fertiggericht. Aber trotzdem schmeckt gut. Wir pennen jetzt unter dieser Schutzhütte. Gute Nacht, bis morgen. Guten Morgen. Das war eine ganz schlechte Nacht gewesen. Die ganze Nacht lang haben uns die ganzen Mücken zerstochen. Jedes Mal hier ging das Gesicht und so. Das ist voll scheiße. Wir haben versucht, unser Gehirn zu essen. Und die haben uns so lange gestört, bis die Sonne langsam kam. Und jetzt kam die Sonne und jetzt strahlt die gegen unser Kopf. Ich werde uns sehr unausgeschlafen Koffein herstellen. Jawohl. Der Kaffee ist so langsam durch. Du musst dich noch einziehen und dann können wir was trinken. Und zwischendurch schiebe ich mir das hier in meinen Mund rein. Zum Frühstück. Erstmal frühstücken. So, Kaffee ist fertig. Dieses Mal habe ich mit richtigen Zucker drin. Also Teezucker habe ich dabei, genau. Und Kaffeesahne anstatt, wie heißt das Ding? Dieses weiße Pulver. Schmeckt gut und kräftig. Kaffee in Schutzhütten zu trinken ist geil. Es muss noch öfter Kaffee in Schutzhütten getrunken werden. Und bei dir ist vorhin Sonnenmilch in den Rucksack ausgelaufen. Ja, ich weiß nicht, vielleicht sieht man hier noch so ein paar Spuren. Naja, hier sieht man, dass es hier so ein bisschen weiß ist. Das war alles ja. Sonnenmilch. Ach, das stinkt. Ja, und hier sieht man es auch noch so ein bisschen. Also meine ganzen Sachen hier in diesem Abteil waren komplett verschmiert. Guck mal, wir haben hier einen Varan gefunden. Guck mal, wie der hier guckt. Der ist voll fett. Der ist noch nicht ganz ausgewachsen. Oder keine Ahnung, ob der ausgewachsen ist. Also diese Varanart. Aber auf jeden Fall, wir haben diesen Varan hier gefunden. Der ist richtig geil. Ich habe schon sehr lange Zeit keinen Varan mehr hier in Deutschland gesehen. Die sind voll cool, diese Viecher. Guck mal, wie der aussieht. Der frisst Fleisch und sowas. Der verspeist Tiere. Auf spezialische Art und Weise. Ihr könnt euch mal diese Varan-Videos angucken. Oder vielleicht nicht. Nur wenn ihr das abkönnt. Aber genau, das ist ein Varan gewesen. Die sind auf jeden Fall sehr bestialisch, diese Viecher. Hier vorne ist ein bisschen Heideblüte. So, es beginnt. Und das ist hier alles total sandig. Man rutscht hier die ganze Zeit total weg. Und ich habe mein Shirt ausgezogen, weil heute ist ein richtig geiles D3-Verschepperungswetter. Und ich liebe es, wenn der D3 vernünftig scheppert. Die Sonne ist da, die Temperaturen sind perfekt. Die sind richtig gut. Hier heute ist so ein richtiger Badewetter. Wir setzen die 48-Stunden-Challenge fort. Und das wird auf jeden Fall noch eine ganze Zeit so sandig bleiben hier. Glaube ich, weil ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Wir werden irgendwann bald Hermannsburg erreichen. Und ich werde ein richtig wildes Dreizack. Oh, scheiße. So ein richtiger Sandhaufen von Weg hier. Man rutscht hier die ganze Zeit weg. Es war scheiße. Der Sandhaufen muss weg. Junge, ich bin hier gerade vollkommen weggerutscht. Mit dem Lenkrad. Ich habe mich gerade so gehalten. Und hier bin ich auch vollkommen eingesackt. Das war scheiße, der Weg hier. Hier kommt man mit diesen dünnen Reifen, mit diesen alte klapprigen Damenradreifen, kommt man hier sehr schlecht durch. Das ist voll scheiße. Ich brauche ein anderes Fahrrad. Mit fettigeren Reifen, genau. Einer der, wo man da durchkommt. Das war scheiße, hier durchzukommen. Eieieiei. Hier vorne ist ein Fahrradweg. Aber natürlich ein Fahrradweg, der mit Kieselsteinen belagert ist hier. Und nicht mit Asphalt oder sowas.
Die Fahrradtaschen werden wieder runterfallen. Auf jeden Fall. Und deine Taschen sind schon wieder zur Seite gekippt. Ja, na klar. Der ist ja immer noch schief, der Gepäckträger. Das wird noch ganz häufig passieren. Auf jeden Fall, so muss das sein. Nicht mehr lange, dann sind wir gleich bald in Hermannsburg. Ich muss da auf jeden Fall Wasser auffüllen irgendwo. Entweder in Hermannsburg einen kurzen Abstecher im Supermarkt und dort Wasser holen. Oder Leichenwasser im Friedhof oder so. Genau. Das kann man trinken, glaube ich. Ansonsten tanke. Oh, hier ist schon wieder so ein richtiger Sandweg hier. Was? Ja, ja, der springt mich hier an. Das ist ein Krokodil. Der hat auf jeden Fall diese Farbe. Deswegen ist das ein Krokodil. Dieser Krokodil hatte voll den fetten Gesicht gehabt. Als ob der schon ganz viel gegessen hat und so. Und hier Kaugummi hat er ganz viel gegessen. Genau, deswegen sind die so aufgebläht, sein Gesicht. Also ich wurde gerade ernsthaft von einem Krokodil angegriffen. Und der hat voll das fette Gesicht gehabt. Mit einem richtigen Fettkopf. Fettgesichtskrokodil. Jawohl, wir sind in Hermannsburg angekommen. Hier werden wir nach einem Einkaufsladen oder sowas suchen gehen. Mir fällt nämlich ein, wir müssen noch einkaufen, weil wir haben keine Nudeln. Ich hab Bock auf ein Eis. So, Netto gefunden. Und guck mal hier, wir haben eingekauft. Oder beziehungsweise ich war schon drin. Ich hab das hier eingekauft. Hier Wasser und Nudeln und sowas und ein Eis. Ich werde jetzt ein Eis genießen. Und Apfeltaschen. Mit Apfel drin, genau. Da bist du auch kurz einkaufen gegangen. Ja, und man, das kippt gleich hier um. Mit diesem Netto-Trikot von Regensburg. Darauf ist es eine Apfeltasche. Aber ich habe keinen Rabatt bekommen, obwohl ich hier Werbung mache. Also ich finde die Apfeldreiecke von Penny viel besser als diese hier von Netto. So, wir fahren weiter und die letzten zwei Male Heidschnuckenweg, da sind wir durch Unterlüß und so weiter gelaufen. Diesmal fahren wir direkt nach Müden, weil das andere ist total Umweg. Wir haben voll Bock auf, wie heißt das Ding, Wietzendorf oder wie das heißt, auf Südseecamp. Da wollen wir hier unser Kopf reintunken, weil das ist geil. Und deswegen fahren wir den abgekürzten Heidschnuckenweg. Der direkt nach Mühlen hinführt und nicht nach Unterlies und so weiter. Da müssen wir voll viel Umweg machen. Genau, hier vorne ist halt Schuppenweg Wegweiser. Diesmal mit einem urinfarbigen Haar, weil es eine abgekürzte Halbstundenweg-Version ist. Die kennen es selber noch gar nicht. Und Bootfahren müssen wir auch noch machen. Wir brauchen mehr Bootscontent. Das klingt harnröhrenentzündungshemmend. Ja, genau. Hier vorne ist Mühlen. Also da, wo hoffentlich nicht alle Menschen müde sind. Guck mal, hier vorne ist ein ganz schmaler Weg und ich weiß, dass wir gleich den Fahrrad hochschieben müssen, so einen Berg rauf. Mit ganz vielen Mücken und sowas. Und danach gibt es ganz viel Sandweg. Das wird gleich so richtig beschissen sein, so ein Fahrrad hochzuschieben. Das weiß ich auf jeden Fall, dass es gleich beschissen wird. Das wird gleich richtig beschissen werden, auf jeden Fall. Oh scheiße, hier vorne ist ein Baumstamm. Wir müssen unser Fahrrad darüber heben. Das ist voll scheiße. Das ist richtig beschissen. Ja. Ah, oh, scheiße, hier vorne ist noch so ein Baumstamm. Schon wieder Fahrrad rüberschleppen. Ist voll scheiße. So, die Fahrräder sind drüben. Jetzt müssen wir den ganzen Weg hier folgen. Und gleich geht's die ganze Zeit berghoch. Guck mal, da drüben sind diese Heideflächen. Und normalerweise würden wir da hochlaufen und diesen Fahrrad hier ganz mühselig schieben. Aber ich wusste gar nicht, dass hier ein Fahrradweg ist. Der ist leichter. Deswegen fahren wir den Fahrradweg. Da kommen wir sowieso auch in die Heide rein, genau. Bloß viel leichter, als diesen Weg hier hochzuschieben. Das ist auf jeden Fall eine geile Idee mit diesem Fahrradweg. Das ist unanstrengender. Weil ich weiß doch, letztes Jahr, als ich den Wagen hier hochgeschoben habe, das war voll anstrengend. Das ging die ganze Zeit hoch und höher. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf, den Fahrrad hochzuschieben. Obwohl das Fahrradweg ist, muss ich trotzdem schieben. Weil es geht so steil berghoch. Und das ist viel zu anstrengend.
Mein Gang, der geht ja immer noch nicht runter. Das ist voll scheiße. Der bleibt die ganze Zeit auf 3 stehen. Ich kriege ihn nicht auf 1 runtergeschoben. Das ist voll anstrengend. Aber hier ist auf jeden Fall ganz viele Heidefläche. Und mein Bruder muss auch schieben. Obwohl sein Gang runtergeht. Ja, weil das Gepäck sonst runterfällt, wenn ich das auffahre. Ja, meiner auch. Ich glaube, hier ist Berggipfel. Ja, genau. Hier vorne ist ein Stein. Das könnte der Berggipfel sein. Also ich glaube schon. Weil ich glaube, viel höher geht's auch nicht. Oh, es ist aber hier richtig hügelig hier, oder wie das heißt. Es ist voll hügelig. Mal gucken, wann gleich die Taschen runterfallen. Aber das riecht hier voll nach Heideblüten. Und ich weiß nicht warum. Oh nein, scheiße. Ich habe hier einen Platten. Mein Reifen ist explodiert ganz plötzlich. Scheiße. Ey, auf einmal hat das pfff gemacht. Scheiße. Ich habe einen Platten. Ja. Wirklich jetzt? Ja. Scheiße, der ist einfach so explodiert. Es hat einfach pfff gemacht. Ich habe es nur hier hingestellt. Auf einmal ist es ein Platten. Scheiße. Scheiße, 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 ey. Mann, ey, ich will unbedingt schwimmen gehen. Soll ich sowas hier machen? Sag ich doch, ich werde mit diesem Fahrrad definitiv niemals Freunde werden. So, erstmal herausfinden, wo dieser Loch ist. Aha, hier. Hier, guck mal, wie groß der ist. Der ist richtig zerplatzt. Der ist richtig auseinandergeplatzt. Hier ist dieser Loch. Hier, seht ihr das? Der ist hier durchgeplatzt. Das ist ein Riesenloch. Keine Ahnung. Vielleicht zu viel Bar drin gehabt, aber ich hatte genau 4 Bar gehabt. Der ist einfach zerplatzt. Das hat einfach pschsch gemacht. Aber so richtig laut, extrem laut. Ich habe mich erschrocken. Und auf einmal das hier. Ich dachte schon mal, eine Gaskartusche geht hoch, aber ich habe keine dabei. Dachte ich im ersten Moment wirklich, ey. Aber genau, ich werde den jetzt flicken. Ich versuche es jetzt zu flicken. Ich hoffe, ich kriege das hin. Muss ja auf jeden Fall so einen großen Flicken drauf nehmen. Genau. Also muss ich hier ganz viel wegschrauben, damit das haftet. Also so ein Riesenloch habe ich schon lange nicht mehr gehört. So, ich habe jetzt eine Minute abgewartet. Und jetzt kommt der hier drauf. So, ich habe den Flicken jetzt dran gemacht und ich versuche das jetzt hier anzupumpen. Ich hoffe, dass das hält. Jawohl, der Mantel ist drin. Ich werde es jetzt am Fahrrad dran schrauben und dann aufpumpen. Keine Ahnung warum. Ich pumpe hier die ganze Zeit und da kommt keine Luft drauf. Als ob die Luftpumpe kaputt wäre. Meine Fresse. Ich versuche hier schon seit einer Stunde diesen scheiß Reifen hier zu flicken. Und wir müssen unbedingt weiter. Und ich will unbedingt ins Wasser endlich reinspringen. Mein Gott, jetzt ist irgendwie die Luft komplett draußen, als ob da schon wieder ein neues Loch drin wäre. Jetzt muss ich den ganzen Rad schon wieder neu abbauen und das hier neu machen. So eine Scheiße, so eine Zeitverschwendung. Also ich habe das jetzt gerade komplett abgebaut und ich habe keine Ahnung warum, aber irgendwie geht er jetzt plötzlich wieder aufgepumpt. Und ich sehe kein Loch, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum der gerade überhaupt gar nicht gepumpt hat, als ich den hier drin hatte, den Mantel. Naja, egal, ein älterer Herr, der hat uns beobachtet, dass ich hier versuche, schon seit langem diesen Fahrrad hier zu flicken. Und der hat zufällig einen Fahrradschlauch dabei gehabt. Und genau, der hat den mir hier gegeben. Und ich werde einfach jetzt den hier ausprobieren und den ranmachen. Falls der auch nicht funktionieren sollte, dann stimmt auf jeden Fall was mit der Pumpe nicht. So, jetzt noch den Schlauch drauf machen und dann probiere ich das nochmal. Und dann hoffentlich klappt das dann. Da kommt nichts durch. Nein, oder? Nee. Ich glaube, die Luftpumpe ist ernsthaft kaputt. Guck mal, ich versuche hier die ganze Zeit zu pumpen und da geht kein Bar mehr durch. Nichts. Es bleibt nur maximal so, als ob die Luftpumpe komplett kaputt ist. Also ich denke, jetzt nach dem zweiten Schlauch bin ich mir auch fest davon überzeugt, dass die Luftpumpe hier kaputt ist. Toll, da war die ganze Mühe, diesen ganzen Schlauch wieder aufzuhebeln, also diesen ganzen Mantel, um den Schlauch zu wechseln, wieder die ganze Mühe vollkommen für umsonst. Ich glaube, ich habe das doch gut geflickt, aber... Scheiße. Wenn hier irgendwo ein Fahrradfahrer hier durchfährt, dann müssen wir unbedingt nach einer Pumpe fragen.
Scheiße, scheiße, scheiße. Warum so viel Probleme? Scheiß Pumpe. Dabei hat die nicht lange gehalten. Die habe ich gerade bei der letzten Radreise neu gekauft. Okay, guck mal hier. Das Ding hier ist locker von der Luftpumpe. Und das hier, das drehe ich einmal ganz fest zusammen. Ja, genau. Und jetzt probiere ich das nochmal. Vielleicht klappt das irgendwie jetzt. Ich probiere es mal. Oh, ich hoffe, hoffentlich klappt das hier. Das wäre so... Das wäre richtig wichtig, ey. Wenn das klappt. Aha, ich glaube, ja, das ist fester. Es funktioniert nicht zu 100%, aber ich glaube, es ist ein bisschen mehr Luft reingegangen. Ja, ich glaube, ich habe da jetzt um die 3 Bar hinbekommen. Jawohl. Ist geschafft. Ja, das Ding hier von der Luftpumpe, die war irgendwie so ein bisschen lose. Ich habe das ein bisschen fester rangeschraubt. Oh, ich weiß auch nicht, ey. So viel Stress wegen dieser beschissenen einen Luftpumpe. Alter, Alter, Alter. Und so viel Zeitverschwendung auch noch. Mein Gott, ich will hier, wie heißt das denn? Ich will in diesen See meinen Kopf reintunken. Und nicht das hier machen. Meine ganzen Hände sind schmierig. Ich will reinspringen in den See. Probleme und dann diese Problemlösungen suchen und sowas. Mein Gott. Wir sind doch nicht in der Softwareentwicklung, ey. Mein Gott. Ich glaube, da müssten jetzt so um die 3 Bar drin sein. Ist zwar nicht zu 100% fest, aber egal, wir fahren einfach erstmal so. Ich habe keinen Nerv mehr. So, weiter geht's. Ganz vorsichtig durch diesen hügeligen Weg hier, weil nicht, dass dann gleich schon wieder so ein Platten kommt. Das ist voll der Scheißweg hier. Und ich habe bestimmt so ungefähr 2 Stunden an diesem Rad gesessen. Das ist voll scheiße. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich will meinen Kopf in diesen See reintunken. Das ist ein richtig beschissener Grasweg. Es geht hier die ganze Zeit so. Man kommt hier überhaupt gar nicht voran. Es ist jedes Mal voll hügelig. Es wird immer später und später. Ich will noch diese Mittagssonne haben, aber wir haben schon Abend. Das ist voll scheiße. Ich wollte mittags reinspringen und nicht Abend erst. Ich habe immer noch kein Handtuch. Ich muss mich von der Sonne trocknen lassen. Das ist voll schmierig. Ich weiß aber noch, vor einem Jahr... Da war hier noch viel mehr Mücken gewesen, genau hier in dieser Stelle. Hier waren wir so richtig voll Mücken zerstochen. Heute sind irgendwie weniger Mücken hier. Aber letztes Jahr, das war auf jeden Fall nicht lustig gewesen mit den ganzen Mücken. Das war richtig übertrieben. Dieser Grasweg, der schlaucht total. Man kommt hier sehr schlecht voran. Also hier kommt man überhaupt nicht weiter. Jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zurück und dann irgendwie abbiegen. Das ist eine richtige Scheiße. Aber hier kommt man auf jeden Fall nicht weiter. Also da, wo uns Google versucht hinzuschicken. Es geht überhaupt gar nicht klar. Das ist der offizielle Weg, Alter. Ja, ja. Wie soll man das in 48 Stunden schaffen? Wenn die Wege genau so aussehen. Das ist voll die Scheiße. Das ist ein richtig verseuchter Drecksweg hier. Na toll. Ich hab mich schon wieder genesselt von so einer Brennnessel. Das ist auch scheiße. Ich meinte, richtig geil, endlich. Endlich genesselt. Das ist voll cool, ich stehe drauf. So meinte ich das, genau. Ich habe mich gerade versprochen. Junge, man kommt überhaupt nicht voran. Überhaupt nicht. Jawohl, dieser Weg meine ich hier, der schlaucht richtig. Hier ist ganz tiefer Sand. Also man kann hier mit dem Fahrrad, also mit diesem Fahrrad kann man hier, mit diesem klapprigen alten Damenrad, kann man hier unmöglich hier drauf fahren, weil sonst fliegt man sofort hin. Das funktioniert gar nicht, dieser Sand hier ist zu tief. Und ich weiß noch ganz genau, letztes Jahr, das hat so richtig geschlaucht, mit dem Wagen hier durchzukommen. Genauso wie vor 3 Jahren, wo wir den Heidschnuckenweg vorwärts gelaufen sind. Genau. Ich kann mich ganz genau erinnern, wie beschissen dieser scheiß Weg war. Wegen diesem ganzen Sand hier. Man kommt hier überhaupt nicht vorwärts. Es ist alles tiefer Sand und die schlaucht ohne Ende. Die Reifen sind einfach viel zu dünn dafür, für so eine Wege. Man würde sofort ausrutschen und aufs Gesicht fallen. Und dann kann man mit Stolz sagen, dass man Imposand hat. Ja, ja, die klapprigen alten Damenradgeräusche, die sind immer noch präsent. Die sind auf jeden Fall noch voll geblieben, diese alten klapprigen Damenradgeräusche.
Und hier geht das hier, dieser sandige Berg runter. Ich muss aufpassen, dass ich nicht wegrutsche mit dem Vorderreifen. Weil sonst kann ich wirklich stolz behaupten, dass ich imposant habe. Boah. Meine Fresse, ist dieser Weg hier schmierig sandig, ey. Kommt man überhaupt gar nicht voran. Es ist so schmierig sandig. Guck mal, wie tief diese Reifen, diese alte klapprige Damenradreifen in dieses Sand hier einbuddelt. Boah, meine Fresse. Und dieser Scheißweg, der schlaucht ohne Ende. Das ist ein richtig beschissener Scheißweg. Aber ich weiß ganz genau, dass da drüben, da hinten, wenn wir diesen Weg bezwungen haben, dass es dann bis Soltau richtig entspannt geht. Dann können wir vorankommen. Aber vorher auf jeden Fall Kopf in Südseecamp eintun. Ich werde auf jeden Fall einmal reinspringen. Und ich werde immer später und später. Das ist voll scheiße. Ich glaube, wir haben bestimmt schon nach 18 Uhr oder so. Schon 18.20 Uhr. Nee, 18.23 Uhr. Genau. Und ich weiß noch ganz genau, beim ersten Halsschnuckenweg. Ach nee, das zeige ich euch mal gleich. Genau. Wartet mal ab. Das ist ganz wichtig, was ich gleich euch erzählen werde. Und zwar hier vorne ist eine Sitzbank. Und als ich das erste Mal Halsschnuckenweg gemacht habe, hauptsächlich mit It's Nico, Grüße gehen raus, wir müssen unbedingt wieder eine Tour machen. Genau, da bin ich ganz schnell hier in diesen Wald reingerannt und habe dort Analabfall durchgeführt. Ich weiß nicht, vielleicht können wir mal da hingehen und schauen, ob das da noch liegt. Nein, natürlich nicht. Wir fahren weiter. So, wurde aber auch höchste Zeit hier. Ein richtiger Asphaltweg. Das haben wir schon lange nicht mehr gesehen, so ein Asphaltweg. Und jetzt noch ungefähr 5 Kilometer bis zum See. Das heißt, wir sind gleich endlich da. So, wir sind beim Südseecamp angekommen. Hier werden wir jetzt zum See hinlaufen. Und dann unser Kopf da reintunken. Ich bin drin. Das Wasser ist kälter als gedacht. Es muss mehr Sonne her. Schade, dass wir nicht 2 Stunden früher hier gewesen wären. Der platte Reifen hat alles versaut. Es muss mehr Sonne her. So, ich bin gerade da drüben schwimmen gegangen. Und weil ich natürlich kein Handtuch habe, muss ich mich hier im Schatten trocknen lassen. Weil die Mittagssonne ist weg. Es ist schattig, das ist voll scheiße. Die Sonne geht runter. Ich kann mich nicht trocknen, außer vom Schatten. Von dieser Restwärme. Von dieser frischen Luft. Warum habe ich kein Handtuch dabei? Das ist voll scheiße. Das ist Katastrophe. Alles nur wegen diesem scheiß Radproblem. Das ist die einzige Schuld, warum jetzt gerade hier keine Sonne ist. Sonst gibt es nichts anderes, was Schuld hat. Außer dieser Rad, der kaputt gegangen ist. Und wegen dieser scheiß Luftpumpe, die da noch mehr Zeitverschwendung gemacht hat. Genau, wenn das alles nicht da wäre, dann hätten wir locker noch 2 Stunden Sonne genau hier gehabt. Genau hier an dieser Stelle. Und ich könnte mich jetzt schön sonnen zum Trocknen. Aber nein, ich muss hier die ganze Zeit rumfrieren und ich bin jetzt nicht gerade am Frieren, aber trotzdem. Das dauert viel, viel länger, um zu trocknen. Guck mal, die Sonne geht runter. Das ist voll scheiße. Aber hier der letzte Blick zum See. Hier haben wir unser Kopf reingetunkt. Er war auch ganz kurz drin gewesen. Und da drüben, da ganz hinten, da wo das leuchtet, da ist die Toilette und Trinkwasseranlage, genau. Da werden wir unsere leeren Wasserflaschen hier auffüllen. Und nachdem wir das erledigt haben, fahren wir nach Richtung Soltau. Und wenn wir in Soltau angekommen sind, dann fahren wir nach Bisping. Und in Bisping, da werden wir sehr wahrscheinlich in der Schutzhütte schlafen. Wenn nichts schief geht auf jeden Fall. Aber es wird auf jeden Fall wieder was schief gehen. Vielleicht bekomme ich nochmal einen Platten oder so. Das wäre lustig. Nee, das wäre voll scheiße. Aber warum nicht? Das kann ja mal passieren. Wir sind losgefahren. Oh, da vorne ist ein Tier. Ich habe was knacken gehört. Da war was Großes auf jeden Fall. Jetzt ungefähr noch 15 Kilometer bis Soltau und danach nochmal 15 Kilometer ungefähr
bis zum Spot, wo wir pennen. Das heißt, so ungefähr 30 Kilometer machen wir heute noch. Und es wird immer später und später. Also dieser Straßenweg hier vorne, der ist richtig chillig. Und ich sehe im Wald immer ganz viele Augen und sowas. Ihr könnt das gar nicht sehen, weil man muss ja wirklich das ganze Licht direkt neben der Kamera, also vor der Kamera stellen, damit man das sieht. Wir haben eine Küchenschabe. Matik. Okay, wir haben uns für einen anderen Weg entschieden. Und zwar, wir werden Soltau auslassen. Wir sind ungefähr, keine Ahnung, 5 Kilometer dran. Und dann werden wir direkt von hier aus nach Bisping fahren. Und da ist dann diese Grillhütte in der Nähe. Und genau, damit wir, das sind nur noch 15 Kilometer oder so. Dann sind wir da. Und dann, weil das wird immer später und später. Ja. Und wir müssen Essen machen, Nudeln kochen und sowas. Mit Thunfisch. Ja, genau. Deswegen nehmen wir irgendwie ungefähr diesen Weg. Dann sind wir viel schneller am Ziel. Oh, scheiße. Dieser Weg, diese Abkürzung, die ist doch total beschissen. Das ist ein richtiger Schotterweg hier vorne, wo die ganzen Fahrradtaschen runterfallen können und sowas. Aber hoffentlich wird das nicht schlimmer oder so. Toll, wenn wir den langen Weg genommen hätten, dann wären wir die ganze Zeit diesen Fußweg gefahren, genau. Aber das hier, das ist ein beschissener Schotterweg. Naja, egal. Das wird schon schief gehen. Dieser Weg wird bestimmt noch viel schlimmer werden, auch wenn ich diesen überhaupt gar nicht kenne. Aber der wird bestimmt richtig scheiße werden gleich. Also ich habe keine Ahnung warum, aber das wird schon schief gehen. Jedenfalls, wie immer. Ja. Yeah. Leute, eben gerade ist mir was ganz Lustiges passiert. Das ist mir vorher noch nie passiert. Und zwar, mir ist etwas Großes gegen die Brust geklatscht. Und ich habe gesehen, dass das eine Fledermaus war. Die ist mir volle Kanne gegen die Brust geflogen. Das hat so richtig Klatsch gemacht. Ich dachte, was ist das für eine fette Motte? Aber dann realisierte ich, dass das eine Fledermaus war. Weil das war genau die Mausgröße und so. Und ich habe die Fledermaus dann auch gesehen, wie die so rumgeflogen ist. Die ist mir volle Kanne gegen die Brust geflogen, ey. Das ist mir noch nie passiert, ey. Richtig geil. Ich habe mich voll erschrocken. Ich dachte, was ist das für ein fettes Vieh? Das hat richtig Klatsch gemacht. Sowas muss auf jeden Fall noch öfter passieren. Das war auf jeden Fall richtig lustig. Das war voll cool. Oh, scheiße. Jetzt geht das schon wieder los. Guck mal. Google schickt uns doch da lang. Und das ist alles hier komplett bewaldet und umzäunt und so weiter. Das ist kein Weg. Das ist komplette Irreführung. Aber scheiße. Warum führt uns Google nach diese Richtung, wenn es dort überhaupt gar keinen Weg gibt? Das ist voll die Scheiße. Jetzt müssen wir vielleicht den ganzen Weg wieder zurückfahren oder einen Teil des Weges. Keine Ahnung, wo es hier irgendwie Alternativen gibt. Wir sind irgendwie in so einem Campingplatz gefangen. Ich weiß auch nicht warum. Voll die Scheiße. Was ist das für eine Scheiße, ey? Da geht wirklich kein Weg durch. Das gibt's doch nicht, schon wieder. Das ist so oft passiert, dass Google uns in Wege hinführt, wo es gar keine Wege gibt. Das ist richtige Scheiße. Katastrophe kaputt. Jetzt müssen wir noch länger fahren. Jetzt müssen wir den ganzen Weg bis zu einem gewissen Punkt wieder zurückfahren und runter vom Campingplatz. Genau, wir sind hier auf so einem Campingplatz gelandet, weil Google uns hierher geschickt hat. Ja, genau, wir nehmen so einen Alternativweg. Hoffentlich führt er uns zum Ziel. Und es ist gerade total windig geworden. Also jetzt geht das, aber eben gerade kam so ein richtiger Windstoß. Also das war jetzt gerade gar nichts mit Google gewesen. Google hat uns eben gerade fast schon wieder in so einen ganz komischen Weg, so einen Komposthaufenweg geführt. So ein ganz schmaler Komposthaufenweg, genau. Der uns kilometerweit durch den Wald durchgeführt hätte. Und vielleicht wahrscheinlich nicht weitergeht oder so. Und bestimmt richtig beschissen wird und so. Und daher habe ich jetzt einfach Autoroute gewählt. Damit wir einfach die Straße hier folgen. Die ist zwar 3 Kilometer länger, aber egal. Die folgen wir jetzt. So, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Also genau da, wo ich das auswendig weiß, wo es hingeht. Und ich weiß, dass gleich so ein richtig beschissener Scheißweg kommt. So richtig durch den Wald. Der wird richtig scheiße werden. Und ist eng, sogar mit Treppenstufen und sowas. Das wird gleich richtig beschissen werden. Und guck mal hier vorne ist eine Blockade. Erfolgreich rübergeflogen, ohne hinzufallen. Und ohne dass mein Rad oder mein Lenkrad irgendwie abbricht. Oder Pedale. Aber diese Google-Aktion gerade, die war richtig beschissen gewesen. Das hat richtig Nerven und Zeitverschwendung gekostet. Das war eine richtig nervliche Zeitverschwendung. Dass Google uns da falsch hingeführt hat. Ich habe
geilen Weg war und danach war so ein richtig beschissener Scheißweg, genau, den wir dann nicht genommen haben. Sonst wären wir wahrscheinlich irgendwo im Wald verirrt oder so. Also dieser Komposthaufenweg, den ich da gesagt habe vorhin. Genau, das war ein richtiger Komposthaufenweg, der scheiße war. Deswegen in Umwegeform haben wir jetzt diesen richtigen Weg gefunden. Also den, den ich aus dem Kopf weiß. Den anderen Weg bin ich noch nie lang gefahren. Bisher. Außer eben gerade. So, guck mal hier. Hier vorne ist dieser Waldweg. Der wird ungefähr 1 Kilometer beschissen werden. Das ist ein richtig beschissener Weg hier vorne. Das ist ein ganz schmaler Waldweg. Und hier, guck mal hier. Hier vorne ist dieser Heidschnuckenweg, Wegweiser. Genau, der führt auch direkt dahin. Direkt durch diesen Heidschnuckenweg. Und guck mal, wie schwarz diese nackte Nacktschnecke ist. Diese nackte Nacktschnecke, die ist komplett schwarz und die ist voll fett. Keine Ahnung, was das für eine Art ist. Aber die ist richtig fett und schwarz. Und sieht sonst viel mehr braune Nacktschnecken oder so. Also durchfallfarbene und nicht diese schwarzen. Wenn wir jetzt diesen Waldweg, also für 1 Kilometer nicht durchlaufen würden, also beziehungsweise Fahrrad schieben, weil die meiste Zeit kann man ja sowieso hier nicht so richtig durchfahren, dann müssen wir ungefähr, keine Ahnung, 8, 9 oder 10 Kilometer Umweg machen. Müssen wir von ganz hinten irgendwie durchfahren. Aber egal, das hier, das ist nicht weit, ist nur kurz. Ein paar Minuten und dann sind wir durch. Also fahren funktioniert zwar schon, teilweise, aber es ist sehr holprig und sehr eng. Und ich weiß auf jeden Fall, dass gleich ein paar Treppenstufen kommen. Das weiß ich noch. Auf die Treppenstufen freue ich mich gleich nicht. Genau. Hier ist alles voll mit Wurzeln und sowas. Diese ganz fetten Wurzeln. Ich weiß noch, als ich hier meine Sackkarre hier geschoben habe, also meinen Wagen, das war voll der Kampf gewesen, da durchzukommen. Oh, und das ist auch ein Kampf gegen diese Mücken hier. Genau. Die Mücken müssen weg. Ah. Die fliegen einen die ganze Zeit gegen das Gesicht, also gegen den Kopf und sowas. Eben gerade ist mir schon wieder was Lustiges passiert. Ich bin gerade mit meinem Kopf gegen diese Nadel gelaufen und dann hat das gepiekst. Das war voll unangenehm. Das hat wie so eine Stechnadel irgendwie gepiekst. Wie so eine Reißzwecken irgendwie so. Boah, hier sind überall diese Viecher, ey. Aber so richtig. Und guck mal hier. Hier vorne ist dieser Part mit den paar Treppenstufen, wo man hier hochschieben muss. Also mit diesen Wurzeln, die wie Treppenstufen aussehen. Aber irgendwie ist da ganz viel Waldboden drauf, sodass das nicht mehr so stufrig ist, wie ich das in Erinnerung habe. Aber wir sind auf jeden Fall gleich da. Noch vielleicht 100 oder 200 Meter und dann sind wir da. So, wir sind angekommen. Hier beim Grillplatz. Genau, hier vorne ist Grillrost. Hier vorne sind die ganzen Sitzbänke. Hier in der Mitte ist Feuer. Feuerstelle. Hier um diese Feuerstelle habe ich letztes Jahr genau das hier gemacht. Genau, das war voll geil gewesen. Und neben dieser Platz hier ist da drüben noch eine andere Schutzhütte. Genau, in dieser Schutzhütte, da habe ich schon zweimal drunter geschlafen. Und hier werden wir heute auch nochmal drunter schlafen. Genau, das wird mein drittes Mal sein, hier zu schlafen. Und richtiger Zufall, genau jetzt fängt es an zu regnen. Genau jetzt, wo wir angekommen sind. Wir sind perfekt zur perfekten Zeit angekommen. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Aber wir sind gerade wirklich zur perfekten Minute angekommen. Also gerade angekommen und jetzt fängt das hier an, so richtig in Strömen zu regnen. Keine Ahnung, ob man das hier sieht, aber das regnet hier so richtig in Strömen. Und eben gerade hat es gewittert. Es hat hier geblitzt und gedonnert. Ich werde gleich für uns Essen kochen. Jetzt wird Nudelwasser gekocht. Und guck mal. Ich habe schon die Zwiebel geschält und geschnitten, genau. Die werde ich mit Thunfisch reinmachen, weil Zwiebeln sind so richtig geil. Die Nudeln, die sehen fertig aus. Das heißt, ich werde jetzt diese Nudeln abgießen und dann Thunfisch braten. So, ich habe das jetzt ein bisschen angebraten, aber ich werde es jetzt schon mit den Nudeln vermischen, weil ich möchte noch ein bisschen Bolognese-Soße da reinpacken und dann das Ganze erwärmen. So.
Essen ist fertig. Ich bin gespannt, wie das schmeckt. Ach, das ist ein neues Gericht für dich hier. Oh ja. Geiles Abendbrot. Geiles Abendessen. Habe ich dieses Mal gut hinbekommen. Auch wenn das scheiße aussieht, aber trotzdem, das ist egal. Hauptsache, das schmeckt. Weil dieses Mal ist das Auge nicht mit. Deswegen ist das scheißegal, wie das aussieht. Hauptsache, das schmeckt. Das ist ein gutes Abendbrot. So muss das sein. Wir sind auferstanden. Und diese Nacht war viel besser gewesen. Weil hier waren keine Mücken. Die letzte Nacht, die war wir haben die letzte Nacht, also davor die Nacht, da wurden wir so richtig von Mücken zerstochen. Das war richtig beschissen gewesen. Aber hier nicht. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und hier habe ich gepennt. Hier hat mein Bruder gepennt. Und genau. Wir packen gleich die Sachen ein und dann Endspurt. So, die Sachen sind gepackt. Auf Kaffee müssen wir verzichten, weil wir haben keinen Spiritus. Wir fahren jetzt erstmal nach Bisping zu Heidegrill. Wir werden da Mittag essen. Ich werde dir gleich Heidegrill zeigen. Du wirst den Döner probieren. Ich freue mich auf jeden Fall gleich aufs Döner. Was ist hier schon wieder dieser Schotterweg oder wie das heißt? Es lässt sich Taschen runterfallen. Wir sind in Bisping angekommen. Hier werden wir gleich Mittag essen. So, da drüben ist Heidegrill. Da werden wir erstmal essen gehen. Oh nein, nicht schon wieder. Gerade jetzt hat er geschlossen. Gerade jetzt, wo wir hier sind. Scheiße, ich habe mich so sehr auf den Döner gefreut. Es ist richtig ärgerlich, das ist schon mal passiert. Wo ich gerade hier bin und hätte was geschlossen. Voll scheiße. Oh Mann. Ich habe mich so sehr auf den Döner gefreut, ich habe den schon ewig nicht mehr gegessen. Dann gehen wir zu einer Alternative hin. Ich war eben gerade da drüben bei der Tankstelle. Ich wollte nach Spiritus fragen, aber die haben leider keinen Spiritus da gehabt. Genau, wir wollten vielleicht später Heideblütentee machen. Und deswegen wollte ich Spiritus haben. Aber wir haben ja keinen Spiritus mehr. Aber genau, und darauf, dass die keinen Spiritus mehr da hatten, habe ich mir zum Frühstück einen Koffein geholt. Der ist voll heiß, der ist voll groß und so. Und das nur, weil wir keinen Brennspiritus da haben. Der Kaffee ist ausgetrunken. Und ich merke so ganz leicht den Koffein. Das ist richtig gut. Das heißt, weiter geht's. Wir fahren zu einem anderen Dönerladen. Der andere Dönerladen ist ungefähr 3-4 Kilometer weiter. Da werden wir gleich Mittag essen. Und ich meinte eher 2 Kilometer, das ist gar nicht so weit. Das ist direkt in der Nähe. Genau, da ganz hinten ist das schon. Guck mal, hier vorne ist wieder dieser Haus, der Handstand macht. Der macht immer noch Handstand. Bis heute immer noch. Ja, genau. Hier ist auch ein Dönerladen. Hier werden wir erstmal gleich Döner essen gehen. So, wir haben Döner gekauft und ich habe mich gerade über den Preis vollkommen erschrocken. Der kostet hier mittlerweile 8,90 Euro. Alter. Was ist mit den Dönerpreisen los? Das geht echt gar nicht klar. Ich weiß doch damals, dass der hier noch 3,50 gekostet hat. Genau dieser hier. Alter, das geht echt gar nicht klar. Ja, ich weiß, dass der Döner auch gut ist. Der überteuerte Döner ist aufgegessen. Jetzt fahren wir zum Wilseder Berg. Auf den Gipfel. Wir werden da auf diesen Gipfel hochsteigen. Und guck mal hier. Hier vorne ist diese Autobahn. Da, wo die ganzen Fahrzeuge rumfahren. Und auch diese Autogeräusche und LKW-Geräusche produziert. Das ist naturgefährdend. Wir sind im B-Regen angekommen. Aber auch nur aus diesem Grund. Weil wir durch B-Regen durchfahren. Genau jetzt fahren wir durch B-Regen durch. Schade, dass es heute nicht so warm ist wie gestern. Ich will das Wetter von gestern haben, wo ganz viel die Dreischverschärferung runterkam. Dieses Wetter will ich unbedingt wieder zurückhaben. Da drüben ist wieder Heide. Aber genau, wir werden gleich ganz viel Heide finden. Ich wäre ein Kartoffelgesicht mit Mütze und zwei Gläsern dran. Und immer noch Wurzeln, die hier unten hier wachsen. Wir sind gerade am Fuß von diesem Wilseder Berg. Das ist der höchste Berg von dieser Umgebung. Das ist der allerhöchste Berg. Der ist richtig heftig hoch. Und der hat diese Farbe. Genau. Aber auch nur zu dieser Jahreszeit jetzt gerade. Das werdet ihr auf jeden Fall sehen. Beziehungsweise ich habe das schon zweimal gezeigt. Aber genau, den fahren wir jetzt hoch mit unseren Billigfahrrädern. Und genau, wir...
fahren jetzt den Wilseder Berg hoch. Das ist ernsthaft der höchste Berg hier in dieser Region. Mit ganz vielen Heideflächen. Und da gibt es ganz viele Schafe, die hier diese Heidefläche aufessen. Das ist eine ganz besondere Schafart hier. Die essen diese Heideblüten, glaube ich. Diese natürliche Antidepressivum. Ja, ja, der Heidschnuckenweg, der führt direkt auf den Wilseder Berg drauf. Deswegen fahren wir den jetzt mit unseren Schrottfahrrädern. Guck mal, hier vorne sind ganz viele Heideflächen. Das geht hier die ganze Zeit so. Und weil das Berg hoch geht, muss er schon wieder ein Fahrrad schieben. Weil der Gang, der geht immer noch nicht runter. Der bleibt die ganze Zeit auf 3 stehen. Also die linke Gangschaltung auf jeden Fall. Die rechte funktioniert astrein, aber natürlich mit alte klapprige Damenrad-Kettengeräusche, genau. Ungewöhnlich. Und man muss ja bis zum Gipfel ganz viel hochschieben. Also das Fahrrad, dieses billig Schrottfahrrad. Guck mal, ich glaube da oben ist dieser Gipfel, da ist dieser Wilseder Berg. Also der höchste Berg vor dieser Region. Das ist hier alles voll mit dieser Heide. Du musst hier ganz viel diesen Berg hier hochschieben. Strengt an, aber ich glaube, so viel ist nicht mehr. Aber trotzdem ist Fahrradschieben voll scheiße. Fahrradschieben schlaucht. Jawohl, wir haben den Gipfel erreicht. So weit, so hoch ist dieser Berg. Das ist der höchste Berg von dieser Region. Genau. Der ist 169,2 Meter hoch. Das ist richtig heftig. Das ist richtig heftig hoch. Alter, schau dir das mal an, wie hoch das hier ist. Richtig krass, ne? Ja, richtig krass. Ganz klein sieht man noch Menschen dort hinten. Von dort kommen wir, von da ganz hinten. Und vor allem, man bekommt ja Höhenangst, wenn man da weiter nach unten starrt. Ja, ja. Das ist richtig extrem heftig hoch. Scheiß, mir gleich die Hose voll. Ja, ich auch. Hast du Club Up hier dabei? Ja, nee, Taschentücher. Geht ja auch. Ja. Die werde ich brauchen, auf jeden Fall. Ja. Und eine Wechselunterhose. Ja, ich bin schon voll am Zittern hier bei dieser Höhe. Das ist voll heftig. Alter, was für eine heftige Aussicht, Alter. Ja, ja, die Lüneburger Heide ist schön. Für mich ist das ja nichts Neues, weil ich hier teilweise aufgewachsen bin. Aber ich denke, für alle anderen, die hier noch nie hier waren, das sollte man auf jeden Fall einmal mitgenommen haben. Genau. Aber nur so in diesen Zeitraum zwischen Anfang August und Anfang September. Weil nur dort blüht die Heide. Weil sonst blüht die überhaupt nicht. Sonst ist die nicht so wie das hier, sondern dunkel. Genau. Deswegen auf jeden Fall immer zwischen Anfang August und Anfang September herkommen. Mein Schutzblech, der klappert rum. Der ist nicht mehr fest. Das ist richtig gut. So soll das auch sein. Weil das ist ein alter, klappriger Damenrad. Deswegen klappert das rum. Das ist ganz wichtig, dass der klappert. Diese Geräusche sind einfach geil. Die kann ich nur empfehlen. Es müssen noch mehr alte, klapprige Damenrädergeräusche vorhanden sein. Es muss mehr klappern. Du brauchst Schutzblech, damit das bei dir auch klappert. Hier laufen ganz viele Pferde lang, die hier menschliche Waggons schieben. Deine Klingel ist abgebrochen. Ja, dieser Zünder, wo man die Klingel zündet, der ist abgebrochen. Das ist geil. Also bei mir funktioniert das noch. Genau. Ja, und dann waren da so drei Wanderer, die sich aufgeregt, weil sie so zum dritten in einer Reihe gegangen. Ja. Den ganzen Weg verteilt so, also nicht hintereinander, sondern direkt nebeneinander, haben die ganze Straße blockiert, dann bin ich halt angerauscht gekommen. Ja. Wollte ihn so ausweichen, habe ich auch geschafft, aber die haben sich trotzdem voll aufgeregt. Ja. Der Klingel ist genau davor abgegangen. Ja, aber selber schuld, wenn die so breitarschig da lang gehen. Wirklich.
müssen halt Platz machen. Hast du diese Pferde gesehen, die hier rumfahren und Menschenwaggons rumschleppen? Die machen Pferdeäpfel. Ja. Magst du Pferdeäpfel? Ich hab den noch nie probiert. Hier sind noch mehr fahrende Pferde, die hier diese menschlichen Waggons hier rumschieben. So, wir sind in Undelo angekommen. Da müssen wir durchfahren. Und hier ist heute irgendwie total viel los. Ganz viele Menschen. Obwohl das ein kleiner Kuhkaff ist. Ich meinte Pferdekaff, wo diese ganzen hier die Pferde hier rumfahren und mit den menschlichen Waggons, genau. Hier vorne ist ganz viel Heidefläche schon wieder. So, wir sind jetzt hier in Handelow. Wir sind hier auf dem Bahnhof. Und die Challenge, die 48-Stunden-Challenge ist gescheitert. Wir werden hier abbrechen. Wir hätten zwar noch ein bisschen Zeit, aber mein Bruder möchte noch ein bisschen was von Sonntag haben. Deswegen werden wir genau hier abbrechen. Das heißt, 223 Kilometer Heidschnuckenweg mit so einem Schrottfahrrad. Und auch noch diesen beschissenen Billigschrotttaschen. Ist quasi unschaffbar. Da würden wir auf jeden Fall noch weitere 48 Stunden brauchen, um den kompletten Heidstuckenweg durchzufahren damit. Und wir haben auch so ein paar Ecken auch abgekürzt. So ein paar Sachen haben wir nicht mitgenommen. Wenn ihr Fahrradhersteller seid, wir würden sehr gerne kooperieren. Ich will ein Gravelbike haben, sofort. Dann würden wir das nochmal versuchen, in 48 Stunden durchzukriegen. Aber mit diesen billigen Schrottfahrrädern, das ist voll scheiße. So, wir sind im Zug. Ich habe gerade kein Internet. Hast du ein WLAN-Kabel? Willst du mich verarschen? Ja, ich brauche Internet. Ja, ich habe auch keins und ich... Ach, kann ich ja hier nicht sagen. Hier geht es zu einer deutlich größeren Bikepacking-Tour mit Schrottfahrrad. Das war auf jeden Fall richtig lustig gewesen. Und hier geht es zum Video aus der Perspektive von meinem Bruder. Ich möchte, dass ihr beides anschaut. Von Anfang bis zum bitteren Ende.